Besonders ist, dass wir hier im Endeffekt von null auf eine neue Maschine konzipieren konnten. Wir haben zum einen die Maschine komplett hydraulisch ausgeführt, das heißt, wir haben nur noch eine mechanische Antriebsverbindung von Traktor über die Zapfwelle zu unserem Pumpenverteilergetriebe. Bei der Hydraulik haben wir natürlich versucht, aufgrund unserer Erfahrung möglichst viel, was wir im eigenen Haus, im Baukastensystem drin haben, umzusetzen. Jedoch haben wir bei Verstellmöglichkeiten, wo wir gesehen haben, dass da auch gewisse Grenzen von der Hydraulik aufgezeigt sind, diese dann elektrisch umgesetzt. Hier haben wir bewusst auf die Antriebe der Firma Linac zurückgegriffen, weil wir eben auch als Referenz immer schon auch in der Marktbeobachtung gesehen haben, dass die Firma Linac für Offroad-Einsätze entsprechende Applikationen anbietet. Insgesamt kommen 7 elektrische Antriebe zum Einsatz. Hier haben wir sogenannte Hubspindelmotoren eingesetzt, die also dann auch für uns eine gute Alternative zur Hydraulik dargestellt haben, weil die Dosierbarkeit und Feinfühligkeit dieser Antriebe sehr gut ist. Die Hauptapplikation ist in der Maschine eigentlich die Höhenverstellung von Reinigungselementen und das am besten stufenlos, damit man auf die entsprechenden Erntebedingungen jeweils eingehen kann. Wir haben im Endeffekt auf dem Feld immer unterschiedlichste Bedingungen, wo natürlich dann diese Antriebe auch hinsichtlich ihrer Stabilität gefordert sind. Staub, Hitze und Wasser ist natürlich hier bei diesen Antrieben ganz besonders darauf zu achten, dass das trotzdem funktioniert, weil wir eben hier in einem Erntefenster sind von Juli bis Oktober und da natürlich alles an Umwelteinflüssen auftreten kann. Die Besonderheit war hier, dass die Firma Linac sehr gut auf unsere Anforderungen eingegangen ist hinsichtlich der Steuerung, der Möglichkeiten, die wir von hydraulischer Seite her kannten und uns an der Stelle nicht verschlechtern wollten. Das Besondere bei den eingesetzten LA36-Antrieben ist in diesem Fall, dass wir eine Lösung geschaffen haben, die bestehenden hydraulischen Antriebe 1:1 durch die elektrischen Antriebe zu ersetzen. Das bedeutet, es wurden keine weiteren Ausgänge rechnerseitig benötigt, um die Antriebe ansteuern zu können. Ich kann mir grundsätzlich sehr gut vorstellen, dass diese elektrischen Antriebe an gewissen Bereichen die Hydraulik ersetzten und wir mit solchen Kombinationen einfach auch eine insgesamt effizientere Maschine in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt.